Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Freitag, den 13.09.2024. Und die EZB hat den Leitzins gesenkt und man könnte sagen, der Markt hat es erstmal gut aufgenommen. Wenn wir uns zurückentsinnen, haben wir festgestellt, dass in der gestrigen Analyse gar nicht so die Rede davon war, von der EZB-Sitzung, hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Was mal wieder zeigt, dass die Nachrichten letztendlich sich einfach auch nur wieder in den Chart einfügen. Denn wenn wir unsere Analyse gestern nochmal uns vor Augen halten und durchkauen, was wir hier besprochen hatten, war das die Tatsache, dass wir hier oben bestimmt noch an die 5,30 reinkommen, dann eben auf die rote Stundenkerze warten sollten, um zu erkennen, ob der hier nicht gleich dann doch schiebt. Dann ist er hier nach dem Antippen an der 18.600 eingedreht, hat man sogar im Elisa-Mail sogar noch darauf hingewiesen, dass da gerade die 600 dann eben jetzt auch der Bereich ist, um deutlich nach unten zu reagieren. Und dann hat man in der Analyse hier besprochen, dass dann unten so ein schöner Anlauf für einen Donnerstag, für ein schönes Donnerstagsprogramm wäre, die 380, 360 nochmal anzulaufen, also die Entscheidungsmarke vom Vortag, dass es sich von dort dann wieder hochdrehen könnte, um sich bis 18.800 hochzuschieben. Natürlich nicht gleich am Donnerstag, aber über eine Verlängerung vom Freitag wäre das möglich in Kombination aus dieser Bodenbildung. Und siehe da, das halbe Programm ist schon absorbiert. Dank EZB, mit EZB, ohne EZB. Ich bin der Meinung, wäre so auch gekommen, wenn kein EZB-Tag gewesen wäre, was mal wieder eigentlich zeigt, dass sich hier die Nachrichten eigentlich immer wieder nur in den Chart einfügen. Natürlich gibt es immer mal wieder auch Ausreißer, die nachrichtenbedingt sind, da bin ich ja dabei. Das ist so, aber es ist einfach oft zu sehen, dass diejenigen, die versuchen vorzusehen, ja, wenn jetzt der Basispreis oder die Prozentpunkte und so viel steigen, dann müsste der Markt so reagieren und es fällt, dann müsste der Markt so reagieren, oft weitaus deutlicher daneben tippen, als wenn wir sagen, okay, morgen ist nichts. Wir gucken mal hier 5,30, 600 und unten 3,80, 3,60 und handeln uns die Punkte dazwischen und schwuppdiwupp macht alles Sinn. Und ist halt auch einfach leichter, finde ich. Ich finde es halt erleichtert. Wie will ich aus einer EZB-Zinssatzentscheidung und dem Ergebnis bemessen, wie weit der Markt deswegen jetzt steigen oder fallen soll? Halt, ne? Oder was ist jetzt die nächste Marke, wenn jetzt der Leitzins um 0,25 Prozentpunkte gesenkt wird? Ja, wie rechnet euch das? Das geht nicht. Gibt's nicht. Geht nicht. Ja, und von daher gucken viele halt auch immer in die Charttechnik und dann kommt eben sowas bei raus, ja, dass dann einfach das auch nur in die Ziele eingetreten wird. Aber alles durch, erledigt, Thema ist vom Tisch. Jetzt der schlaue und aufmerksame Zuhörer wird natürlich hören, da fehlt ja jetzt noch was, ne? Nehme ich oben raus Richtung 700 und 800 mal ein bisschen vorzustechen. Ich bin noch immer ein bisschen verhalten, optimistisch, ja, also ich, so eine Rücksetzer, wie wir eben gesehen haben, das ist halt, ja, kann das den ganzen Tag noch durchkauen, noch immer Programm, ja, das heißt, unser DAX neigt dazu, unten raus etwas mehr Theatralik zu entfalten, kommt aber immer weniger runter zu, also das war jetzt schon am Vortag auffällig, dass eben kein neues Tief kam, jetzt auch noch auffällig, dass gerade mal so eine 50er gewesen ist, ja, 50er Korrektur vom Tief zum Hoch, also er nimmt etwas Druck raus, aber ich würde ihn noch nicht zu früh feiern. Wir hatten von ihm letzte Woche gefordert, dass er von Eröffnungsniveau mal oben und unten und dann auf Doji rausgeht. Da bin ich jetzt gar nicht mehr so der Fan davon, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn es uns den DAX von der nächsten Station, das kann eine 670 und das kann auch eine 700 sein, ja, Stop-Loss-Reißer-Zone halt hier, das ist einfach so, hier liegen viele Stop-Loss jetzt, dass es sich von hier einfach wieder runterzieht und den Freitag dann doch irgendwie unter eine 500 noch presst im Tagesschluss. Es würde mich nicht wundern und dann hätten wir zwar ein hässliches, aber fast ein Doji. Ja, nee, es ist schon ein großer Kerzenkörper, aber sowas könnte ich mir für den Freitag jetzt durchaus auch noch vorstellen, ja, dass der vielleicht nicht ganz so positiv handelt. Wir sind immer in den schwachen Quartalen. In den schwachen Quartalen sind die positiven Freitage doch eher seltener. Er würde hier grundsätzlich von der Bewegung gut reinpassen, ja, ne, von dieser Bodenbildung, von diesem Aufdrehen, das würde gut reinpassen jetzt am Freitag, wenn er oben raussteht. Aber bitte seid nicht böse, wenn es den zerlegt nochmal, ja. Also ich würde schon denken, dass wir hier die gute Chance hätten, noch 670, 700 zu sehen. Und dann würde ich mir das aber genauer angucken. Und wenn er da eindreht, rote Stundenkerze und er gibt Feuer nach unten, würde ich vielleicht sogar eher probieren, auf dem Short mitzugehen, auch wenn es nach dem Aufdrehen momentan aussieht, aber wie gesagt, das würde mich nicht wundern, wenn der von oben 670, 700 dann auf eine 580 zurückkommt, ja, 580, 600 zurückkommt
und dann eben auch unter die 500 guckt. 530, 500, da drunter hauen. Wäre in meinen Augen gar nicht so ungewünscht und dann könnte der Montag trotzdem wieder nach oben. Ja, also das würde natürlich viele Anleger dann wahrscheinlich auch nochmal verunsichern, wenn der Freitag dann so schwach ist und so tief schließt. Und dann würde der Montag doch wieder nach hochrennen. Das wären für mich positive Szenarien, Voraussetzungen natürlich. Wir erreichen überhaupt einen 670, 700, drehen uns dort ein und so weiter und so fort. Sollte das gar nicht erst dazu kommen, weil der tief stürzt, würde ich unterhalb von 500 trotzdem etwas vorsichtiger dann auch sein. Also wenn er frontal nach unten angreift, ja, für den Freitag unter 500, würde ich schon denken, dass dann auch ein bisschen mehr folgt. Ja, wir haben jetzt hier diesen einen Strang drin, dann wird hier wahrscheinlich ein zweiter kommen und der kann bis 360 gehen. Ja, nur mal so kurz zum Start, ein bisschen wackelig auf den Füßen ist nicht gemeint, ja, sondern es geht wirklich darum, dass der sich kontinuierlich dann tiefer beißt. Und dann würde ich unter 500 den nochmal in die 440, 420 reinziehen und dann eben auch auf die 360 da nochmal drunter. Und wenn er dann hier steht, auf dem Freitag, ohne dass er da oben irgendwas noch gestochen hat, Stop Loss gerissen und so weiter, wenn er da unten steht, ob dann die 360 tatsächlich auch schon eine Umkehrzone wird, mag ich fast zu bezweifeln. Ich glaube, es ist eine Zielzone. Man könnte dort einen Short reduzieren, weil das Pattern abgearbeitet ist. Aber ich würde dort, glaube ich, nicht long gehen. Wenn er dann nämlich Montag mit dem Abwärtsgap reinkommt, dann brennt nämlich ganz schön der Baum, weil dann rennt er auf die 1,20 zu. Also da wäre ich dolle vorsichtig. Ich würde mich vielleicht, wir können es ja so zu sagen, ne? Wir können es ja so sagen, unter 500 eher abwärts orientieren. Ja, wenn er dann das nicht hinkriegt und der stößt sich direkt wieder hoch und da plötzlich über eine 500 drückt und zeigt Stärke, ja, dann darf man long, ne? Also das ein bisschen Fingerspitzengefühl muss man schon mitbringen. Aber grundsätzlich sehe ich von der reinen Chartlage her den unter 500 eher gefährdet, wieder in die 440, 420 reingehandelt werden, wenn er frontal runterstürzt. Wenn er frontal runterstürzt, ganz wichtig. Wenn er frontal runterstürzt und er ist etabliert sich unter 500, 440, 420 und auch 360. Ja, und wenn er dann da unten steht, also er kann dort hochdrehen. Es wäre grundsätzlich, dadurch, dass das ja ein Ziel ist, eine Chance nach oben, aber ich glaube, ich würde sie gar nicht long handeln wollen. Ja, weil, wie gesagt, wenn das läge auch nahe da zu machen, ja, gerade dann den Montag eben in diesem Szenario eher nach unten anzuspritzen. Ja, okay, Punkt. Das ist es. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Ich denke, Webinar machen wir Sonntag. Und allen anderen wünsche ich schönes Wochenende, gutes Klingen. Dann hören wir uns Sonntagabend wieder für die Analyse zum Montag. Bis dann, tschüss.